Die fünfte Geschichte. Platos Lied. Im Schilf des Wiesentümpels saß Plato, der Frosch, und ließ die Mittagshitze und das Summen der Mücken über sich ergehen. Die Insekten waren bester Laune, denn der grüne Plato hatte ihnen vor ein paar Stunden verkündet, dass er heute keinen von ihnen mehr fangen würde, zumindest nicht bis zum Abend, wenn es kühler wurde. Er lebte zwar vom Verspeisen dicker Fliegen, doch er gönnte ihnen gerne einen freien Nachmittag, solange sie ihn in Ruhe ließen. Bei Temperaturen war bereits der Gedanke daran, die lange klebrige Zunge aus dem Maul schnellen zu lassen, viel zu anstrengend für den Frosch. Plato ließ sich langsam ins Wasser gleiten und entspannte die Glieder. Uah, sagte er zufrieden und ließ sich dicht unter der Wasseroberfläche des Wiesentümpels treiben. Nur den Kopf hielt er über Wasser und beobachtete bunt schimmernde Libellen, die im grellen Sonnenlicht über dem Tümpel durch die flimmernde Luft flogen. Mit ihren großen Facettenaugen machten sie auch den schwer zu erkennenden Plato im Wasser aus. Deshalb flogen sie vorsichtshalber brummend im Zickzack um ihn herum. So wurde er zumindest nicht in Versuchung geführt, sich ein zweites Frühstück zu fangen. In Momenten, in denen man mit allem zufrieden sein könnte, da fällt einem manchmal ein, was noch fehlt, um wirklich zufrieden zu sein. Während Plato wie ein Stück Holz reglos und in Gedanken vertieft gegen das Blatt einer Seerose trieb, da dachte er an Musik. Vor langer Zeit hatte er mit 4 Freunden musiziert und zusammen waren sie mit ihren Musikkonzerten am Teichufer und auf Lichtungen bekannt geworden. Zur musikalischen Gruppe gehörten neben Plato dem Frosch auch der begabte Trompeter Hans, der ein Otter war und aus dem Norden kam, die Eidechse Klaas, die Zuhörer mit der Triangel begeistert hatte, Peter der Dachs, ein Meister des Mundharmonikaspiels und zu guter Letzt die Sängerin und Akkordeonspielerin der Gruppe, Anja die Maus. Vor Jahren hatten sich die 5 nach einem Streit getrennt, aber heute wusste niemand mehr so recht, worüber die Musiker in Streit geraten waren. Damals waren sie dann alle ihrer Wege gegangen und hatten seitdem nicht wieder miteinander gespielt. Doch selbst heute erinnerten sich ein paar Waldbewohner noch gut an die kleine Gruppe von Musikern und ihre Konzerte. Plato kletterte aus dem Wasser und setzte sich im Schneidersitz auf das Seerosenblatt. Der Frosch wollte wieder musizieren. Warum also sollte er nicht im Nachmittag losziehen und seine Freunde aufsuchen, um noch einmal mit ihnen zu spielen und die alten Zeiten wieder aufleben zu lassen? Bei dem Gedanken daran sprang Plato auf und steppte ein paar gekonnte Schritte auf dem Seerosenblatt. Dann streckte er beide Arme weit von sich und sagte laut »Quack«, und es klang, als sei es Teil eines Liedes. Der Frosch hüpfte in hohem Bogen mit dem Kopf voran zurück ins Wasser und schwamm in Richtung seines Hauses am gegenüberliegenden Ufer. Vor dem Haus gab es einen kleinen Steg, an dem ein Ruderboot festgemacht war. Ein Frosch braucht natürlich kein Boot. Plato hielt es für Gäste bereit, denen das Schwimmen nicht lag. So konnten sie mit ihm zusammen auf den Wiesentümpel hinausrudern und die harmonische Atmosphäre genießen. Nachdem Plato aus dem Wasser gestiegen war, öffnete er seine Haustür, betrat den Flur und stieg die Leiter hinauf in sein Schlafzimmer. Die Wohnung des Frosches zeichnete ihn als Musikliebhaber aus. Er hatte Plakate berühmter Musiker an den Wänden hängen, die ihre größten Erfolge schon vor Jahrzehnten gefeiert hatten und mittlerweile fast in Vergessenheit geraten waren. Große Unterhaltungskünstler einer Zeit, in der Rhythmus und schwungvolle Melodien die Straßen der großen Städte erfüllt hatten. Crab Calloway, die singende Krabbe, ein großer Bandleader in einem weißen Anzug. Das Rattenpack, tatsächlich 3 erfolgreiche Mäuse, die zusammen auf der Bühne Witze rissen und nebenbei ihre schönsten Lieder zum Besten gaben. Und auch ein Bild von Maurice dem Stinktier, einem charmanten französischen Sänger, zierte eine Wand der Froschwohnung. Plato besaß auch ein Grammophon und eine Sammlung von Platten seiner Lieblingssänger. Obwohl es noch immer sehr warm war, zog der Frosch ein weißes Hemd und eine schwarze Hose mit Hosenträgern an. Das machte er immer so, wenn er sein Haus verließ, um Freunde und Verwandte zu besuchen. Auch bei einem solchen Wetter kam es für ihn nicht in Frage, auf stilvolle Garderobe zu verzichten.
Schließlich ging Plato in sein Wohnzimmer und öffnete die Türen seines großen Wohnzimmerschrankes. Vorsichtig holte er einen Instrumentenkoffer heraus, legte ihn auf den Tisch und öffnete ihn. Im Koffer lag Platos Geige, deren rötliches, auf Hochglanz poliertes Holz feierlich im Sonnenlicht glänzte. Plato strich mit seiner Hand über das Instrument, dann klappte er den Deckel des Koffers wieder zu und ließ die Verschlüsse einschnappen. Der Frosch machte sich auf, seine Freunde zu besuchen, von denen er so lange nichts mehr gehört hatte. Weil Plato keinen Spaß daran hatte, mit den empfindlichen Froschfüßen, die eigentlich für das Wasser oder das Wohnzimmer gemacht sind, über steinige Wege zu laufen, beschloss er, mit dem Fahrrad zu fahren. Also schnallte er seinen Geigenkoffer auf den Gepäckträger und setzte sich in Bewegung. Er hatte beschlossen, zuerst Peter zu besuchen. Soweit Plato wusste, besaß der Dachs mittlerweile eine eigene Bäckerei und verkaufte am Westrand des Mäusewaldes Backwaren, von deren Qualität sich viele treue Kunden jeden Sonntagmorgen erneut überzeugen konnten, wenn er seine berühmten Sonntagsbrötchen gebacken hatte. Plato radelte am Rand des Teiches entlang und bog dann in einen Weg ein, der um den Mäusewald herumführte. Zwar wäre der direkte Weg mitten durch den Wald kürzer gewesen, aber mit dem Fahrrad war man außerhalb des Waldes schneller unterwegs. Unterwegs fuhr er an zwei Menschen vorbei, die dem Frosch verdutzt hinterherblickten. »Sieh nur, ein Frosch«, sagte der eine Mensch zum anderen. »Die leben in Teichen und Tümpeln und fressen Insekten, glaube ich.« Bald gelangte der Frosch an den Westrand des Mäusewaldes. Er schob das Fahrrad langsam den Waldweg entlang, denn in dieser Gegend kannte er sich nicht gut aus und war sich nicht sicher, wo er seinen Bekannten finden konnte. Vor einer Häuserreihe standen zwei Großväter-Eichhörnchen, die sich angeregt über alte Zeiten unterhielten, während eine Handvoll Enkel und Urenkel um sie herumliefen und lachten. Als sie den Frosch mit dem Fahrrad sahen, hielten die Kinder inne und beobachteten den Fremden aufmerksam. Die beiden Senioren waren in ihr Gespräch vertieft und hatten Plato nicht bemerkt. Der Frosch räusperte sich kurz, als er sich an die Eichhörnchen wandte. »Opa, ich glaube, der Frosch will was«, rief eines der Kinder, starrte seinen Opa an und zeigte mit seiner Pfote auf den Frosch. Weil er nicht gleichzeitig auch Plato anstarren konnte, übernahmen die anderen Kinder diese Aufgabe. »Ja, bitte?«, fragte eines der alten Eichhörnchen. »Entschuldigen Sie die Störung«, begann Plato. »Können Sie mir sagen, wo die örtliche Bäckerei zu finden ist?« »Der Bäcker«, überlegte das alte Eichhörnchen. »Früher war der Bäcker da drüben.« Der Alte zeigte mit seinem Stock nach links. »Und dann«, fuhr er fort, »dann war der Bäcker dort in dieser Richtung zu finden.« Jetzt zeigte der Alte mit seinem Stock nach rechts. »Mittlerweile jedoch«, sagte der Opa schließlich und nahm seinen Stock zurück auf den Boden, »mittlerweile ist die Bäckerei umgezogen. Backwerk gibt es nun gleich auf der anderen Straßenseite.« Plato drehte sich um, und da war tatsächlich eine Bäckerei mit Kuchen und Broten im Fenster und eifrig hinein- und herausströmender Kundschaft. »Haben Sie Dank«, sagte Plato und schob sein Fahrrad zur Bäckerei hinüber. »Der Frosch hat Schneid«, sagte das eine betagte Eichhörnchen zum anderen, dass Platos Hosenträger offenbar an seine Jugendzeit erinnerten, in der schwungvolle Melodien die Straßen der großen Städte erfüllt hatten. »Und irgendwie kommt er mir bekannt vor.« Im Bäckerladen herrschte geschäftiges Treiben. Die kleine Glocke über der Ladentür klingelte pflichtbewusst für jeden, der den Laden betrat oder verließ, und machte auch für den Frosch keine Ausnahme. Im Laden duftete es nach frisch gebackenem. Nach Kuchen und Brot, nach Brötchen und Keksen. Hinter dem Tresen stand eine Dächsin, die einen Kunden nach dem anderen bediente. Plato wusste nicht so recht, wie er sich nach seinem Bekannten, dem Peter, erkundigen sollte. Er entschloss sich dazu, sich einfach an die kleine Schlange wartender Kunden anzustellen. So verstrichen einige Augenblicke des Wartens, in denen das Türglöckchen bimmelte, wenn sich die Tür öffnete und schloss, und in denen Blaubeerkuchen, Käsebrötchen, Schwarzbrote
und Mohnbrote verkauft wurden. Schließlich war Plato an der Reihe und gab sich Mühe, die Bäckerin nicht allzu sehr zu verwirren, weil er doch gar kein richtiger Kunde war. »Ich bin ein alter Bekannter von Peter. Ich hoffe, ich bin hier richtig«, sagte Plato. »Das sind Sie bestimmt«, sagte die Dexin. »Ich bin seine Schwester und arbeite hier nur als Aushilfe. Peter zieht in einer Woche mit seiner Frau zusammen um. Daher ist er nicht im Laden und ich vertrete ihn.« »So ist das«, sagte Plato nachdenklich. »Leider ist er auch nicht zu erreichen. Soll ich ihm vielleicht etwas ausrichten?«, fragte die Dexin hilfsbereit. »Richten Sie ihm einfach schöne Grüße aus von Plato dem Frosch. Ich würde gerne mal wieder mit Ihrem Bruder musizieren.« »Plato? Ich habe schon von Ihnen gehört. Er wird sich sicher freuen, dass Sie ihn wieder einmal besuchen«, sagte sie. »Hier, nehmen Sie ein paar von unseren Keksen mit. Die gehen aufs Haus.« Dabei zwinkerte die Dexin ihm zu. »Danke«, sagte Plato. »Die schmecken sicher ausgezeichnet.« Eine ältere Mäusefrau, die hinter ihm anstand, begann nun zu drängeln. Sie schob Plato zur Seite und sagte, »Ja, die schmecken uns allen ausgezeichnet. Deshalb wäre es nett, wenn Sie uns jetzt auch noch etwas kaufen ließen.« Plato wäre fast auf den Gedanken gekommen, sich für die Drängelei zu beschweren, doch dann fiel ihm ein, dass er ja gar kein richtiger Kunde war. Also steuerte er wieder auf den Ausgang zu und als er den Bäckerladen verließ, klingelte das kleine Glöckchen noch einmal zum Abschied. Der Frosch ging zu seinem Fahrrad und dachte nach. Jetzt blieben nur noch drei Musikerbekanntschaften aus alten Tagen übrig, die er vielleicht besuchen konnte, um noch einmal mit ihnen zu spielen. Anja, die Maus, Klaas, die Eidechse und der Otter Hans. Plato verstaute die kleine Kekstüte neben dem Instrumentenkoffer auf dem Gepäckträger, stieg auf sein Rad und radelte davon. »Irgendwie kommt er mir bekannt vor«, sagte das alte Eichhörnchen mit dem Spazierstock und sah dem Frosch hinterher. »So wiederholst dich, mein Guter«, sagte sein nicht weniger greiser Freund. »Ich wiederhole mich, wie ich lustig bin«, sagte der Alte. Dann schwang er seinen Stock durch die Luft, wies damit in Richtung Bäckerei und marschierte schnellen Schrittes auf die Eingangstür zu. Er betrat den Laden und blickte sich um. Nachdem er die Dexin an der Theke ausgemacht hatte, drängelte er sich ohne zu zögern an der wartenden Kundschaft vorbei und bekam dafür von seinen Nachbarinnen »Na hören Sie mal! Unverschämtheit! Und was erlauben Sie sich zu hören?« Doch auf dem Ohr war das alte Eichhörnchen taub. »Entschuldigen Sie, Fräulein, wer war denn der adrett gekleidete Frosch, der gerade den Laden verlassen hat?« fragte der Alte die Dexin. »Plato, der Musiker«, antwortete sie. »Natürlich, Plato«, rief das Eichhörnchen und klopfte sich mit der Pfote an den Kopf, weil es sich wunderte, dass ihm das nicht früher eingefallen war. Hinter der noch immer aufgebrachten Kundschaft drängelte sich schon wieder jemand nach vorne vor. Diesmal war es Peter, der Bäcker, mit einem schweren Umzugskarton in den Armen. »Plato«, sagte er und schnaufte dabei vor Anstrengung. »Plato, der Frosch!« Plato ließ sich den kühlen Fahrtwind um den grünen Kopf wehen und radelte an einer Wiese vorbei, an einem Feld, an einer Gruppe von Mäusen und Eichhörnchen, die eine Wanderung unternahmen, und schließlich kam er an eine Allee, in der alte Bäume am Wegesrand kühlen Schatten spendeten. Der Frosch stieg vom Fahrrad und sah sich um. Hans der Otter wohnte nahe der Allee an einem kleinen Bach. Also ließ Plato sein Fahrrad an der Straße zurück und lief den kleinen Trampelpfad bis zum Haus zu Fuß entlang. Dort klopfte der Frosch an die Haustür. Doch es kam keine Antwort. Der Otter war nicht zu Hause. Plato war enttäuscht, dass er schon wieder kein Glück gehabt hatte. Er schlenderte langsam den Weg zurück zur Allee und beschloss, nach dem langen Umherfahren eine kurze Pause zu machen. Da ertönte über ihm eine Melodie. Ein Rotkehlchen sang hoch oben in der Krone eines Baumes ein Lied, und ihr Gesang war so schön, dass Plato sich an den Fuß des Baumes setzte, um ihr zuzuhören. Als das Rotkehlchen nach ein paar Minuten fertig war, flatterte es aus dem Blätterdach in den blauen Himmel davon. Doch das bemerkte Plato nicht mehr. Er war eingeschlafen. Während Plato schlief, war der Frosch so weit weg, wie man es nur in Träumen sein kann. Und doch glaubte er für einen Moment, zwei alte Eichhörnchen
einen Dachs und andere Tiere zu hören, die in der Ferne durch einen Wald liefen und sich unterhielten. Aber in seinen Träumen passierten so viele traumhafte Dinge, dass er es sogleich vergaß und einfach weiterschlief. Im Schatten eines Baumes am Rand des Mäusewaldes. Als Plato erwachte, da war die Luft schon kühler geworden und die Sonne beinahe hinter dem Horizont verschwunden. Das Abendrot brachte den Himmel und seine Wolken zum Glühen. Plato stand auf und brauchte einen Moment, um sich daran zu erinnern, wo er war. »Es muss eingeschlafen sein«, stellte er fest. »Kein Wunder bei der Hitze.« Der Frosch war hellwach und ausgeruht. Es war ein wunderbarer Sommerabend und doch konnte er jetzt kaum noch Bekannte besuchen. Nach Sonnenuntergang wollte er niemanden unangemeldet stören. Also machte Plato sich auf den Weg zurück zum Wiesentümpel, ohne auch nur mit einem seiner alten Freunde musiziert zu haben. Plato seufzte und griff zu der Kekstüte auf seinem Gepäckträger. Er nahm einen Keks und dann noch einen. »Schmecken ausgezeichnet«, dachte Plato laut und aß noch ein paar Kekse. Als die Tüte leer war, knüllte er sie zusammen, steckte sie in die Hosentasche und klopfte sich die Krümel vom Hemd. Dann schaltete er das Licht an seinem Fahrrad ein und fuhr heim. Nacht war es noch nicht, als sich Plato dem Wiesentümpel näherte, doch es war schon so dunkel, dass der Frosch bereits von weitem einige Glühwürmchen erkennen konnte, die dort durch die Luft gaukelten, wo hinter Schilf und Gräsern sein Haus lag. Plato stieg vom Fahrrad und wollte es den Rest des Weges schieben, als plötzlich eine Gestalt aus den Büschen am Wegrand sprang. Der Frosch kommt!« rief das kleine Eichhörnchen, zeigte auf Plato und lief dann in Windeseile Richtung Tümpel davon. Plato war verdutzt. Er schob sein Rad langsam den Weg entlang und dabei knirschte und knackte der Sand unter den Reifen. »Wir haben uns schon gefragt, wo du bleibst«, rief Peter der Dachs und winkte ihm zu. Bei ihm waren Anja, Klaas und Hans, die Musiker, mit denen er vor Jahren das letzte Mal gespielt hatte. Und da waren auch die beiden Großväter-Eichhörnchen, ihre Enkel und einige andere Waldbewohner. Sie hatten den Steg vor Platos Haus festlich mit Laternen geschmückt und waren in feierlicher Stimmung. Das alte Eichhörnchen, mit dem er sich vor der Bäckerei unterhalten hatte, kam Plato entgegen, hielt ihn an und sagte: »Wissen Sie, ich war immer ein großer Bewunderer Ihrer Musik. Als ich gehört habe, dass Sie wieder einmal musizieren wollen, da habe ich Ihre Kameraden eingesammelt und dann haben wir hier auf Sie gewartet. Es scheint, dass Sie auch Publikum haben.« Dabei wies er in Richtung der Gäste und einige von ihnen hoben ihre Gläser mit Blausaft hoch und nickten Plato freudig entgegen. Unter ihnen erkannte er einige Kunden aus Peters Bäckerei. »Nun denn«, sagte der Frosch, öffnete den Geigenkasten auf seinem Gepäckträger und nahm sein Instrument heraus. Die anwesenden Gäste waren so gespannt und voller Erwartung, dass es ganz still wurde. So konnte man sogar schon die leisen Geräusche hören, die entstanden, als der Frosch die Geige und den Bogen aus seinem Instrumentenkoffer nahm. Plato ging zum Steg vor seinem Haus hinüber und stellte sich zu den anderen Musikern. Die vier begrüßten Plato, als sei es erst gestern gewesen, dass sie das letzte Mal miteinander gespielt hatten. Und dann machten sie sich bereit. Anja, die Maus, nahm ihr Akkordeon in die Hände, Klaas, die Eidechse, hielt die Triangel bereit und war dabei etwas aufgeregt, weil er nun wieder mit seinen Freunden vor Publikum auftrat. Hans, der Otter, drehte am Mundstück seiner Trompete herum und sah aus, als ob ihn nichts aus der Ruhe bringen könnte. Und Peter zog seine Mundharmonika aus der Brusttasche. »Wie wär's, wenn wir mit Platos Lied beginnen?« schlug Anja vor. Die anderen Musiker stimmten zu und Plato fühlte sich geehrt, denn Platos Lied hatte er damals selbst komponiert und es war einer ihrer größten Publikumserfolge gewesen. Die Musiker begannen zu spielen und ihre Musik klang wie in alten Zeiten. Das Publikum war begeistert und immer mehr Tiere aus der Nachbarschaft kamen an diesem Abend herbei, um sich die schwungvollen Rhythmen aus der Nähe anzuhören. Auch die Krötenfamilie schwamm von der gegenüberliegenden Seite des Wiesentümpels herüber und gesellte sich zu den anderen Zuhörern.
Am Ende des Liedes steppte der Frosch ein paar gekonnte Schritte auf dem Steg, an dem ein Ruderboot für Gäste festgemacht war, streckte beide Arme weit von sich und sagte dann unter dem Beifall des Publikums laut: Denn so endete Platos Lied. Ja, was soll ich sagen, Leute? Auch wieder eine richtig schöne Geschichte. Ich glaube, die gefällt mir mit am meisten. Einfach, weil es um Musik geht und um Freundschaften und auch ein bisschen um Vergebung, würde ich sagen. Weil es wird ja gesagt, die Freunde wissen gar nicht, warum sie überhaupt noch sich böse sind, sage ich jetzt mal. Warum sie so lange schon nicht mehr miteinander gesprochen haben. Und ich finde das einfach so herzallerliebst. Ich finde das so schön, dass wirklich oft braucht es einfach nur dieses: Geh raus, such die Leute wieder zusammen, sprich mit denen darüber und dann, ne, nobody's holding a grudge, würde man im Englischen sagen, ne, also niemand hat noch irgendwas gegeneinander, man hat eigentlich schon vergessen, warum man sauer ist und ist dann einfach wieder befreundet. Also ich würde nicht sagen, dass es immer so ist, es gibt definitiv Freundschaften, wenn man die wirklich für sich beendet, weil man vorher alles versucht hat und die Person ist nicht einsichtig, wo ich auch sagen würde, ich kann es absolut verstehen, dass diese Person dann sagt, nein, ich möchte auch nicht mehr versuchen, zu der anderen Person eine freundschaftliche Beziehung aufzubauen. Ist bei mir auch so. Ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die mich so verletzt haben und es selbst nach Jahren, wo wir schon gar nicht mehr befreundet waren, in meinen Augen nicht eingesehen haben, was sie damals falsch gemacht haben, obwohl ich literally alles versucht habe, um es ihnen klarzumachen, wie ich mich fühle und dass ich das gerne ändern würde und einfach gesagt haben, nee, sehe ich nicht so. Und dann habe ich halt auch gesagt, nee, komm, das ist es mir nicht wert, da jetzt noch mehr Energie reinzustecken und ich bin mir mehr wert, als jetzt zu versuchen, diese Person davon zu überzeugen, dass sie sich ändern sollte. Aber das nur am Rand, das ist so meine persönliche Verbindung dazu. Ich würde diese Person jetzt nicht auf der Straße angehen oder so, das habe ich nicht nötig. Aber ja, es ist schon zu Situationen gekommen, wo ich mir wirklich dachte, es ist einfach schade, wie sehr sich Leute verändern. Ne? Und dann haben sie gar nichts mehr mit der Person zu tun, die sie einmal waren. Und das ist sehr schmerzhaft, wenn man mal so eng befreundet war. Ich hoffe, dass ihr das nie erleben müsst, wenn ihr mal so eine Erfahrung gemacht habt, dass es bei euch eher so ist wie in dieser schönen Geschichte, dass man dann vielleicht auch nochmal zueinander findet. Das habe ich auch sehr häufig in Freundschaften schon gehabt. Viele werden das, glaube ich, auch kennen von, man wechselt von der Grundschule zur Weiterführenden, hat kaum noch Kontakt zu den Leuten der Weiterführenden, der Grundschule, Freunde aus der Grundschule. Und dann auf einmal steht die Person vor der Haustür und ist so, hey, ich hätte mal wieder Bock, was zu machen. Das ist auch schon häufiger bei mir passiert tatsächlich. Und das ist immer was sehr Besonderes. Ich würde da auch niemals einem selbst, also mir selbst dann sagen, ach verdammt, das hätte ich auch mal machen können. Weil das spielt in dem Moment dann auch keine Rolle mehr. Ne? Wichtig ist nur, dass du dann im Hier und Jetzt die Zeit mit der Person einfach genießt. Und das finde ich mega schön. Über dies hinaus finde ich es auch krass, dass uns gar nicht erzählt wurde, dass Anja auch Musik spielt. Also jetzt macht das mit Humbert auch viel mehr Sinn irgendwie, dass er ja dann auch Geigenunterricht machen will oder bekommen soll. Ich meine, okay, als Musikantin hätte sie da selber drauf kommen können, dass man ihm Musikinstrument hätte geben können. Mit dem Abspann, den wir gesehen haben, können wir davon ausgehen, dass das mit der Geige nicht so gut für ihn war. Also war er nicht so von überzeugt, aber ja, und das finde ich auch schade, dass uns das vorenthalten wurde, weil wir haben es bei Plato ja am Ende gesehen, ganz kurz, bei Zarov mit Kitsune zusammen hat er ja Musik gemacht. Aber ja, das, am Anfang haben wir davon nichts mitbekommen. Das fand ich halt shared. wie gesagt, ich finde es einfach schön, einfach rauszugehen. Er geht ja einfach raus und er macht es einfach. Ne? Und auch, wie die Leute dann zu seinem Haus kommen und einfach machen. Die wollen eigentlich keine Gegenleistung. Ich meine, ja, die wollen diese Band wieder spielen, hören und so. Aber sie wollen gar keine Gegenleistung. Sie wollen einfach was Nettes machen und sie machen das für ihn. Und er macht das, indem er rausgeht und einfach, ne, nach den Leuten sucht und spricht mit ihnen und so. Und die Bäckerei würde uns einfach aufvorenthalten. Ich hätte so gerne auch die Bäckerei gesehen. Ich meine, ich fand das Café ja schon mega sweet, aber ich hätte auch gerne diese Dachsbäckerei gesehen. Und Dachse generell haben wir auch gar nicht gesehen, ne? Also da finde ich einfach, also ich meine, klar,
das Spiel hat nur eine gewisse Größe, du kannst nicht alles inkorporieren, aber ich hätte das auch gerne mitgenommen irgendwie. Das hätte mir sehr, sehr gefallen, muss ich wirklich sagen. Ja, also der Aufwand war es ja auch wert, was er am Ende gemacht hat, ne? Ich meine, er hat sich ja sogar fein angezogen, was ich finde, ist auch eine Sache, die sollte Kindern beigebracht werden, dass du das für dich selbst machst, ne? Dass du, man würde heutzutage, glaube ich, in der Bubble, in der ich mich befinde, sagen, romanticizing your own life, ne? Indem du dann sagst, ja komm, ich ziehe mir was Schönes, was Feines an, ne? Bei ihm, er sagt ja auch, weil er es immer so getan hat. Und wenn man das zur Routine macht, dann tut man das auch für sich selbst, damit man sich gut fühlt, ne? Und ich finde, das passt auch mega zu dieser Situation, ne? Er steht da jetzt nicht einfach so vor der Tür, sondern ist halt auch nett gekleidet und fällt somit auch den anderen auf und so. Na, das ist einfach, ich finde das einfach mega, mega schön. Und er macht trotzdem eine Pause, auch wenn ihm das an Herzen liegt, weißt du? Er setzt sich trotzdem in diesen Baum, macht eine kleine Pause. Ich will die Geschichte jetzt nicht tot analysieren, aber ich finde das so angenehm und süß, weil da sind so viele Kleinigkeiten drin, die ich von meinen Großeltern auch mitgegeben bekommen habe und so. Mein Großvater zum Beispiel immer einen Mittagsschlaf gemacht und ne, also er wird in meinem Kopf immer unter dem Kirschbaum im Garten meiner Großeltern liegen, in seiner uralten Liege oder auf seiner uralten Liege mit seiner Decke und mit seiner Zeitung unter sich, also auf dem Rasen. Das wird immer ein Bild für mich sein. Einfach deswegen fand ich das auch so süß, wie er da dann auch eingeschlafen ist. Meine Familie hat auch irgendwie eine ganz merkwürdige Verbindung zu Rotkehlchen. Mein Vater hat eine Rotkehlchen im Garten, das ist ihm schon mal auf dem Finger geflogen und so. Und meine Oma, also seine Mutter ähnlich. Also einfach so süße Parallelen, die ich für mich ziehe. Und so viele Kleinigkeiten, die ich in den Geschichten finde, die ich so schön finde. Und jetzt, nachdem ich jetzt auch diese fünfte gehört habe, muss ich wirklich sagen, es hat für mich auch ein bisschen was von Kenneth Grahame, Der Wind in den Weiden. Ich weiß nicht, ob die euch was sagen. Das ist so eine Geschichte. Viele haben immer schon mal Ausschnitte davon gehört. Da geht es einfach darum, dass eine Gruppe Tiere, Wasserratte, Frosch, Maulwurf etc. wohnen an einem Fluss und dann einfach, was die so erleben. Und es ist so eine süße Geschichte und die hat der Autor auch damals zuerst für seinen Sohn quasi niedergeschrieben. Und die leben auch so seamlessly mit den Menschen zusammen, was ich so schön finde, weil es wird hier ja so ein bisschen auch als Parallelwelt aufgezogen, ne? Und unter anderem nicht nur einfach parallel, dass wir jetzt einen kleinen Frosch uns auf dem Fahrrad vorstellen, sondern dass die sogar teilweise gleich groß sind. Und das macht jetzt auch Sinn, dass die Eidechsen mit ihren Menschenmasken in der Geschichte, die wir gespielt haben, nicht auffällig gewesen sind einfach. Weil, ja, die waren nicht auffällig. Es hätten auch Menschen nach Mauswald kommen können. Und du bist dann auch wieder so, ja klar, Jerry auch, aber die sind doch eigentlich viel zu groß. Und du bist so, wo sind die Grenzen? Ne? Und diese Magie, dass du es nicht ganz weißt, dass es auch nicht ganz erklärt wird, weil es nicht erklärt werden muss, finde ich einfach so schön und so angenehm. Ne? Also, ich finde es zwar schade, dass so viele kommen, die wir nicht kennen, die ich auch gerne nochmal, ne, mitbekommen hätte und so. Aber so viele Kleinigkeiten, die ich so schön finde und dass er auch nicht entmutigt ist, wo er die ersten nicht antrifft und so und einfach sein Bestes gibt und dann auch trotzdem eine Pause macht und sich nicht fertig macht und so. Ich weiß nicht, ich denke dann immer darüber nach, wie die Geschichte eigentlich hätte sein können, wenn du sie heute erzählst. Und nee, diese Geschichte ist einfach so und sie endet einfach schön und sie ist einfach herzerwärmend. Und das gefällt mir einfach so, so, so extrem an all diesen kleinen Geschichten.